Hallo und guten Morgen zusammen. Samstagmorgen. Wir sind mit vereinten Kräften hier aufgeschlagen und bauen heute die neuen Tanks an. Dafür haben wir einiges zu tun. Wir müssen so einen Tankstutzen abflexen. Wir müssen da einen neuen Tankstutzen reinschneiden. Michael kommt schon mit den Konsolen. Und die müssen wir jetzt bohren, weil die haben nämlich keine Bohrlöcher. Die haben wir jetzt gerade angehalten, angezeichnet. Jetzt bohren wir da Löcher rein und dann bauen wir die an dem Rahmen an. Wir haben auch das MacBook mitgebracht, weil Technik gewinnt. Da ist unsere Zeichnung drauf, dass wir wissen, wo wir die anbohren müssen. Das hat unser Fahrzeugbauer ja so schön für uns gezeichnet, aber nicht gebaut. Deswegen müssen wir das jetzt selber machen. Ja, wir fangen mit dem einfachen Tank an, den wir nicht flexen müssen. Weil der Tankstutzen in dem Standard Tank, den wir von Hoppe gekriegt haben, der sitzt leider genau da, wo unser Treppenauszug ist. Und deswegen muss der weg und muss woanders hin. Also, legen wir los. Da ist ein Loch im Tank. So läuft das. Du filmst mich ja. So läuft das. Oh, eine perfekte Sägung. Und das mit der Stichsäge. Auch die Konsolen für den zweiten Tank sind dran. Es geht voran. Ich habe auch was gemacht. Du machst hier große Sachen. Ich habe alle Himmel abgebaut. Alle Himmel? Alle Himmel. Den Rückhimmel und den Deckenhimmel.
Ja, es wird leer im Fahrerhaus. Echt? Jetzt kann nur noch einer fahren. Ja, die Bank ist auch schon raus. Jetzt kommt Alubutü. Hier ist alles raus. Ein Tank ist schon dran. Und jetzt haben wir noch das Problem, dass der Offroad-Tank, der braucht noch eine kleine Versteifung. Das wackelt zu sehr mit dem einen Halter. Deswegen bringen wir da jetzt noch ein Alublech drunter an. Was wir natürlich auch erst zusammenbasteln müssen und bohren und in die Traversen von dem Haupttank schrauben müssen. Wieder mit vollem Körpereinsatz wird gebohrt, geschraubt, gefleckt.